versuchen vom System her die Kopfhöhe ungefähr 20 cm unter dem Biegedraht zu halten. Und da braucht man dann den passenden Trieb. Und damit nächstes Jahr auch ein zweiter passender Trieb zur Verfügung steht. Dann lässt das Zopfen stehen dort. Dann werden die Hagel putzt. Mhm. Dann wird eingekürzt auf Länge und der ist sozusagen frei. Mhm. Verstehst du? Dann können wir nichts mehr anstellen. Ja, ist schon klar. Mhm. Also die Anlage jetzt da. Wie alt ist der? 23. 23 Jahre alt. Und ist ein Blaufränkisch. So, und so wie der jetzt ist zum Beispiel, hat der da so einen toten Kopf. Ja. Den werden wir wahrscheinlich demnächst einmal nehmen. Voriges Jahr hat er da nichts gescheites gehabt. Da haben wir ihn aber voriges Jahr zopfen lassen, siehst du? Ja, ist, aha, das war der Zopfen. Das war voriges Jahr der Zopfen. Ne? Jetzt schneide ich da heuer wieder einen Zopfen und nehme den da weg. Ja. Jetzt habe ich einmal schon zwei Jahre Holz auch wieder weggebracht. Und da sind wir ungefähr bei den 20 unter dem Biege drauf. Ne? Weil wir machen die Flachbogenerziehung. Und bei der Flachbogenerziehung brauche ich einen Radius, sonst knickt man die Reben an. Ja, ist schon klar. Die halten sich nicht aus. Ne? Und der Blaufränkische speziell ist etwas spröder. Also dafür brauchen wir ungefähr 20-25 cm, um einen schönen Biegeradius zu machen. Und dann bricht der nicht an. Und er treibt gut und alles ist im Sack. Und dann macht man halt noch mit der Akkuschere, wo das dicke Holz ist, ein paar Schnitzel. Ja, das leicht rausgeht. Damit die ja. Mannschaft hinten noch sich nicht so stark plagen muss. Wir schneiden nur einen Bogen. Das hat den Vorteil, die Leute, die anbinden, haben nur einen mehr zur Auswahl. Es ist nicht so, dass die jetzt sozusagen aussuchen können, wegen das ist der schönere, sondern wenn man nur eine Braut hat zum Heiraten, ist die Entscheidung ganz klar. Da haben wir 2, 4, 6, 8 Augen plus das Kotaug. Das Kotaug bringt normalerweise keinen Ertrag. Jetzt bin ich immer. In ganz schlechten Jahren ist 1,5 Trauben pro Trieb, aber das kommt alle 10, 15 Jahre vor. Und so, wenn das Jahr normal ist, kann man sagen, hat man 2,5 Trauben pro Trieb. Das heißt, nicht jeder bringt 3, aber bald jeder zweite bringt 3 Weintrauben. In der Regel, die jüngeren Anlagen bringen öfters 3 als wie die alten Anlagen. Die alten Anlagen haben dann unter Umständen nicht mehr dieses stürmische Wachstum und bringen daher dann nur 2 oder eben jeden zweiten Trieb 3. Und dann muss der Winzer eben entsprechend reagieren und dann das wegschneiden. Das Geschirr, da tut es da unten auf von den 2 dann was weg oder? Ja, da gibt es 2 Dinge zu unterscheiden, ausdünnen und ausbrechen. Ausbrechen ist das, wo ich vorher gesagt habe, dass man Kümmertriebe hat, die bricht man jetzt sozusagen von dem angebundenen Bogen einfach weg. Dann ist der ganze Trieb weg. Ja. Am besten wäre natürlich vielleicht noch mit einem Messer blenden, dass wirklich auch kein Nachwuchs mehr kommt. Und jetzt hat man dann die starken, schönen Triebe. Und wenn ich dann feststelle, ich habe dort 8 gesunde Triebe, was fast nicht vorkommt, aber jetzt gehen wir davon aus, dann tun wir in jedem Fall jedes dritte Weiber weg. Das heißt, es bleiben maximal 16 Trauben über. 16 ist für die Spitzenqualität einfach zu viel. Und dann wird die schwächere, schlechtere Trauben weggeschnitten. Und für die, dass so in Summe je nach Qualitäten zwischen 6 und 10 Trauben bei der Klassikschiene 10 Trauben übrig bleiben. Und dort, wo man dann die absoluten Spitzengewächse auf Führer machen, wenn dann diese 6 bis 7 Weintrauben noch halbiert. Und habt ihr alle Weingärten mit Anbauen? Ja. Ja. Wir haben schon mehreres ausprobiert, aber am effizientesten, was Aufwand und dann Klarheit für die Mitarbeiter, wie viele Trauben das am Schluss übrig bleiben sollen,
Wenn man das in Summe sieht, ist es am einfachsten mit einem Bogen. Wenn zwei Bögen sind, wird das schon sehr unübersichtlich. Und man sagt immer das Risiko Frost. Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen, wenn es jetzt schon schneiden tut. Ja, Das ist natürlich immer ein Risiko, das was wir nehmen. Aber wenn wir zwei Bögen schneiden und der Frost lässt etwas übrig, dann lässt das da in dem oberen Bereich übrig. Mhm. Wenn ich jetzt das anbinden tät, habe ich in der Mitte keinen einzigen Trieb und dann habe ich nächstes Jahr nichts zum Schneiden. Es hat sich ausgestellt, dass es eigentlich egal ist, weil wenn so viel hin ist, kommt eher ein neuer Trieb von unten rauf und der muss dann wieder aufgebunden werden und dann funktioniert das eben. Aber wenn der Weingarten jetzt 23 Jahre alt ist, dann sind ja da die Abstände bei modernen Weingärten, wo nur ein Bogen geschnitten wird, sind ja die Abstände auch kleiner, damit mehr Rebstöcke auf die Fläche gehen, oder? Oder naja, habe ich da eine falsche Information? Ich hab da bei dem Weingarten Abstand gemacht, 1 Meter, Stock zu Stock, ja? Und Reihenbreite 2,28 Meter. Das heißt, wir sind da bei einer Stockdichte ungefähr von 4.800, 4.700 und die Neigen haben wir 80 mal 230, da sind wir auf 5.000 und ein paar zerquetschte pro Hektar. Das heißt, da haben wir schon in etwa die Pflanzdichte, was bei den Neigenanlagen ist. Mhm. Da vielleicht noch interessant, da haben wir einen Stock, kann man das mit der Kamera auch vielleicht einfangen, da sieht man da herum so einen großen Kopf. Ja. Und zwar ist es eine Hochstammrebe, das heißt, wir haben beim Veredeln eine lange Wildrebendaumer, haben oben das Edelreisig draufgesetzt. Aha, oben. Mhm. Ja, also das ist der Edelkopf. Ja. Ja. Und, und der wird dann aber so groß. Also in Wahrheit sind wir froh, dass wir nur wenige von den Hochstammreben da drinnen haben, weil es eigentlich unangenehm zu arbeiten sind und sehr viel Fremdausschlag oder Jungausschlag immer wieder tut das. Das heißt, der Stamm ist ein Unterlagsreben. Ne? Der Stamm ist ein Unterlagsreben, deswegen ist er wesentlich dünner wie die anderen. Und einen großen Nachteil hat die Hochstammreben auch. Das haben wir uns damals nicht überlegt und der Rebzüchter hat uns auch nicht darauf aufmerksam gemacht. Wenn wir einen starken Frost haben, dass sozusagen die Reben komplett hin ist, dann habe ich da wieder am Kopf ein Austrieb, weil du da unten sind schlafende, geschützte Augen, auch teilweise durch den Erd angehäufelt. Da friert man dann der ganze Kopf ab. Das ist klar, ja. Und der ist dann hin, weil da gibt es nichts mehr, was ausbleiben kann. Ne? Da wird ja im Winter zugegackert, nicht? Ja, und damit hat man ja den Schutz. Ne? Dort habe ich einen gewissen Schutz. Das heißt, die Stöcke, wenn sie anfrieren, dass der Stamm hin ist, schlagen sie von unten zu 95% aus. Mhm. Ne? Also es sind schon sehr leistungsfähige Maschinen. Ja. Dazu. Das ist jetzt ein Elektro mit Akkukette. Der Akku, den hast du da hinten das stecken. Das ist eine akkubetriebene Schneidschere. Und der Abzug wie bei einem Gewehr, allerdings wie ein Servoantrieb. Nicht? Also je weiter das zumacht, desto mehr. Der Finger ist sozusagen genauso mit in der Verlängerung, wie die Schere zugeht. Und zwar ist es aus Sicherheitsgründen notwendig. Da hat es gegeben Pneumatikscheren, wo man ausgelöst hat und die Schere hat zugeklappt. Und wenn du den kleinen Finger oder einen größeren Finger drin gehabt hast, hat es Schwupps gemacht und der Finger war weg. Bei den neuen Scheren, die man heute so im Handel kriegt, sind überall diese Lithium-Akkus drinnen, wo also 12-13 Stunden schneiden kein Problem ist. Ich weiß nicht, was das ist. Ich trinke so gern ein Flascherl Wein. Da muss gerade kein besonderer Anlass oder ein Sonntag sein. Ich sitze oft stundenlang allein auf einen Fleckerl, in einem Weinlokal, in einem stillen Fleckerl. An anderen Menschen wäre das vielleicht verdunkelt. Doch ich bin selig dort und, ich weiß warum, ich muss in früheren Leben keine Reblaus gewesen sein. Ja, und ja, die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein.
Drum du den Wein ich auch nicht trinken, sondern essen. Ich hab den roten Kraut so gern, als wie den weißen.